Yo, 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 hallihallo Deutschland. Wir waren Hotpot essen im Schlachthofviertel in München. War eine mega Erfahrung, super Location, geiles Konzept. Müsst ihr auf jeden Fall abchecken. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Hotpot-Blog. Haben wir es geschafft, Max? Gott sei Dank sind wir da. Die Mimik geht auch schon ein bisschen hoch. Gehen wir da mal rein, oder? So, wir sind heute im Hotpot. Mal schauen, was auf uns wartet. Wir gehen jetzt runter. Platz im Keller. Aber es soll anscheinend besser sein. Schauen wir mal. Steht aus wie die Katakomben. Sehr schön. Sehr schön. Das ist sehr dunkel hier. Ja, ja. Ambiente. Schaut gut aus. Ja, mach mal raus, Franz. Was schmeckt's denn drin? Funktioniert dieses Konzept? Erklär mal. Also, das ist eigentlich wie bei Toyako eigentlich. Du kannst halt einfach bestellen. Okay. Also, man wählt aus und dann. Genau. Jeder kann immer für den Anfang drei Sachen. Jeder für sich drei Sachen. Drei Sachen für diesen Pot quasi. Genau, und dann okay, halt ja, immer wieder. Du kannst es auch bestellen, wie du willst, aber halt eigentlich sind drei Sachen. Dann erstmal Getränke, oder? Ja, genau. Was hast du bestellt, Max? Flasche Gin. Ein Litschi-Schale. Ich habe mir den Aloe Vera Drink rausgelassen. Ja. Schicke Brühen, die es hier gibt. Also wir haben auf jeden Fall die Chili-Brühe, die Miso-Brühe. Thai-Brühe, Tomaten, Vietnam, Pho, Vegan, Tom. Was? Thai Tom Yam. Thai Tom Yam, keine Ahnung. Was ist das? Was steht das? Cheerio. Cheerio. Ich wünsche euch. Jawohl. Auf den Hotpot. Schön, dass wir zusammenkommen sind. Was ein großer und was ein schöner Laden auch. Wahnsinn. Miso und Curry, das ist? Miso, ich. Miso, Eisbären. Nee, und Curry? Ja. Curry? Was war das? Thai Curry. Achso, ja, ja, genau. Thai Curry und Miso. Ah, okay, da kommen zwei Brühen in einen. Und dann teilt man sich hier. Schick. Das sieht richtig schöner Sud aus. Ja, das schmeckt auch wie Tom. Was sagst du? Du bist ja schon öfters da gewesen. Ja, sehr lecker, sehr zu empfehlen. Komm auf jeden Fall gut gesellig sitzen. Gut gesellig sitzen, ja? Jawohl. Okay, super scharf ist meins. Oh, der schaut super scharf gefährlich aus. Super scharf. Oh, da schwimmen ja die Chilis drin. Was da? Was haben wir hier, Jungs? Das ist der Lammfleisch. Lammfleisch, ja. Das war viel größer Reis für Franziska. Das ist der Lammfleisch. Jawohl, danke. Entschuldigung, haben Sie noch die drei Soßen, ne? Ja, danke. Ja, danke. Hey, sag mal, wie viel Fleisch kriegst du? Die Bällchen da, das sind meine. Ja. Die möchte ich mir gerne empfohlen. Ah, ja, sehr gut. Okay, was haben wir hier für Soße, Franziska? Das ist Chili-Art mit Koriander. Deine Soße ist Feuer. Art Erdnusssoße und das andere, keine Ahnung. Super geil. Was hast du da? Oktopus, Imitat, Krabben. Sorry, ja. Was war das? Das ist Kalamari, eindeutig. Kalamari. Ja, Sepia habe ich bestellt. Ja. Rindfleisch, ganz dünn. Lammfleisch. Was hast du da? Bauchspeck oder was? Das ist Bauchspeck für Franziska, das ist Hähnchenbällchen. Okay. Und das hier ist, weiß ich nicht, wer das bestellt hat. Das ist Rindfleisch. Achso, das ist doch auch Rindfleisch. Ja, das ist dein Rindfleisch. Genau. Ja, ich hab die Schätze das bestellt. Okay, 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 okay. Jetzt verstehe ich. Okay, das schaut heftig aus. Oh, ich hab's ausgemacht, aus Versehen. Das sieht aus wie Bauchspeck. Das sind eher so Hühnerfleisch. Das ist normal scharf, oder? Ja, das ist dieses Sascha. Sancha. Okay. Das ist extra scharf. Deftige Soße. Das ist, Thai Curry und das ist Miso. Dann doch mit Eier zu viel. Ganz deutsch, oder? Mäßig Frikadelle. Was hast du da, Eisige? Das ist eine kleine Sepia. Das sind diese so Rimo-Streifen hier? Nee, das ist eine Sepia. Ja, genau, Sepia. Die sind so eingeschnitten hier. Wie man sehen kann. Und? Vielen Dank. Jetzt kommt aber hier. So, neue Runde. Ich habe mir noch mal Fleisch bestellt. Rindfleisch. Das ist technisch. Okay. Ich würde jetzt gerne mal den Kimchi probieren hier.
schaut auf jeden Fall gut aus. Aber nicht scharf. Wenn es begeistert. Nicht scharf. Müsste so schon ein bisschen schärfer sein. Das ist der Tab immer noch drin. Mein Kopf ist da. Die haben sich 2 Millionen Jahre entwickelt, dass der Max jetzt so ist. Und gut? Wir haben noch Tintenfisch. Aber mal ohne diese Klasse. Die sind auch echt geil, dass sie sich so kringeln, wenn sie gebraten werden. Was mit Erdnusssoße, oder? Erdnuss, spicy. Oh. Was ist jetzt drüben? Über mit Elena. Hast du deine Mitte? Sie taugt dir, gell? Ja, wir haben mehr Sepia. Gute Chicken McNuggets aus. Ein bisschen Garnelenpaste mal wieder hier. Normale geschnittene Oktopus und Sepia-Kopf. Ja. Gut. Was hast du da? Hackfleischbällchen? Rindfleischbällchen, ja. Gut, genau. Ja, wie sieht's aus, Max? Was Fazit hier heute? Fazit heute, wir haben eigentlich sehr gut gegessen, ein geiles Konzept. Gefällt mir, war mega überzeugt. Was gibt's noch zu sagen? Ist krass, gibt viele verschiedene Zutaten, die man dann dippen kann. Meine Brühe war jetzt nicht so scharf wie erwartet und angesagt. Aber okay, krass, checkt es aus. Hotpot. Bestellt euch die Garnelenbällchen, die sind shit. Sind sehr shit. War wieder hervorragend. Okay. Sehr schön. Magst du auch noch was sagen? Ja, brutal. Brutal gut, brutal geil. Und bestellt euch das, probiert es durch. Genau. Hier kann man auf jeden Fall. Und kommt auf seine Kosten. Kommt man auf jeden Fall auf seine Kosten. Preis-Leistung auch sehr gut. Und kann man sitzen auf jeden Fall.